Ach, Lilly, die Mailbox. Ich bin's. Ich wollte dir nur die Daumen drücken für die Prüfung heute. Wahrscheinlich bist du im Klassenzimmer und hast Handy aus. Naja, und Matura ist halt so ein Abschnitt. Und dann wollte ich dir sagen, dass ich fest dran glaube, dass du alles schaffst, was du dir vornimmst. Und dass es vielleicht ein bisschen kitschig ist, aber ich mein's so. Und ja, wenn du das abhörst, dann kannst du ja vielleicht zurückrufen. Okay, alles klar, bis dann. Mach dir mal keinen Kopf wegen der Klausur. So ein Abi ist eh total überbewertet, wenn du mich fragst. Meine Väter werden mich umbringen. Und weil sie nicht mehr miteinander reden, wird mir jeder einzelne von ihnen in die Mangel nehmen. Meine Familie ist echt im Arsch. Jetzt wird spannend. Und? Wo ist er? Hallo erstmal. Wenn du mit er Hans meinst, der ist nicht da, ich soll mit dir alleine reden. Das ist blöd. Weil er redet nur mit euch beiden. Lilly! Lilly! Kommst du? Du hast die Zulassungsprüfung zur Matura geschwänzt. Ist dir klar, was das bedeutet? Ja. Ich werde keine Matura machen. Sag, bist du bescheuert? Und übrigens, sie fliegt nach Neuseeland mit dem Franz für ein paar Monate. Ich brauche Auszeit. Du brauchst was? Eine Auszeit? In Neuseeland mit dem Franz? Ich kenne den überhaupt nicht. Kenne ich den? Es reicht, wenn ich ihn kenne. Außerdem hat die Jugendherberge in Wellington einen wunderbaren Blick über den Hafen. Ist mir scheißegal. Du fliegst mit dem Typen nirgendwo hin. Und schon gar nicht ans Ende der Welt. Ach, aber New York, das war damals direkt vor deiner Haustür. Jetzt pass mal auf, Fräulein. Ich hatte damals zum Unterschied ein abgeschlossenes Studium in der Tasche. Alles klar? Gut, dann frage den Papa. Der wird's dir auch nicht erlauben. Okay, am besten redet ihr noch mal drüber. Oh, das geht hier nicht. Sorry. Also, um das zusammenzufassen. Ich bin anscheinend sowas wie ihr Scheidungskind. Also werdet ihr euch einig, wer für mich zuständig ist. Und der kann mich dann gern anrufen. Aber ich würde mich beeilen. Weil in 4 Monaten, da bin ich 18. Und dann ist es mir egal. Ohne Worte.